Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen heute mal zu einem kurzen kleinen Video, weil ich bin auf eine Idee gekommen. Und zwar habe ich ganz einfach mal den eSoul konfiguriert und zwar einmal in Österreich und einmal in Deutschland. Und was dabei rausgekommen ist, das zeige ich euch jetzt mal, beziehungsweise wie ich ihn konfiguriert habe. Ist nämlich total interessant, was dabei rausgekommen ist. Also bleibt dran und seid gespannt. So, ja, jetzt möchte ich euch mal zeigen, wie ich den Kia eSoul konfiguriere, beziehungsweise wie ich mir halt so mein Traumauto vorstelle. Und ich habe mir hier schon mal vorbereitet, einmal die deutsche Kia-Seite und die österreichische Kia-Seite. Da muss ich gerade nochmal nach oben gehen, weil ich schon mal was ausprobiert hatte. Aber wir sind jetzt erstmal bei dem Deutschen. Dann gibt ihr einfach nur www.kia.de ein und dann sucht er sich schon selbst die Adresse raus. Und hier oben habt ihr jetzt den Button Konfigurator. Und wenn ihr da drauf klickt, wird euch erstmal die ganze Palette von Fahrzeugen gezeigt, die ihr hier konfigurieren könnt. Wenn ihr das jetzt einfacher haben wollt mit der Auswahl und hier nicht rumscrollen wollt, dann könnt ihr hier oben halt die ganzen Kategorien auswählen, die ihr haben wollt, und oder vielmehr die Kategorie. Wir suchen jetzt halt Elektrohybrid, klicken da einmal drauf und dann haben wir gleich vorne an den Kia Soul EV bzw. den eSoul, wie er jetzt heißt. Ich muss mich an den neuen Namen erstmal gewöhnen. Und den klicken wir jetzt mal an. Hier steht schon Basispreis 33.990 €. Und dann wird er auch schon angezeigt in der Basisversion mit dem kleinen Akku in der Edition 7 Variante, also 39,2 Kilowattstunden und 136 PS für 33.990 €. Hier haben wir auch die Farbe, die Grundfarbe, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Man kann sich hier auch die Rückansicht von dem Wagen ansehen. Ich finde eigentlich dieses Grau gar nicht mal so schlecht, beziehungsweise ist ein Silbermetallic. Ja, ist jetzt nicht gerade meine Traumfarbe. Also ich würde jetzt halt mal auswählen, beziehungsweise erstmal zur Erklärung dieser Seite. Ihr seht schon, hier rechts taucht dann irgendwann das Bild nochmal in klein auf. Hier rechts habt ihr halt die Zusammenfassung von dem, was ihr bis jetzt ausgewählt habt. Und hier links kommt dann immer das, was ihr auswählen könnt. Hier kann man sich auch nochmal so die Hauptmerkmale des Fahrzeuges anzeigen lassen. Da könnt ihr aber selber nochmal reingucken, was ihr denn wollt. Ich möchte jetzt halt, wie gesagt, für mich einmal dieses Auto konfigurieren in der deutschen Variante und in der österreichischen Variante. Und ich hätte gern modellvolle Hütte. Das wäre dann halt hier Spirit. Also um das nochmal zu zeigen, wir haben halt Edition 7 ist die kleinere Ausstattung, die mittlere ist die Vision. Und die große Ausstattung ist dann halt die Spirit-Variante. Und da nehme ich jetzt 64 Kilowattstunden Batterie mit 150 kW, 204 PS. Und deren Stromverbrauch hat das Ding auch angegeben von 15,7 im Durchschnitt. Und der Preis, das sehen wir hier auf der rechten Seite auch gleich nochmal, haben wir 43.190 €. Wenn wir jetzt auch weiterklicken, was ich jetzt mal mache, dann kommen wir halt zu den Design-Elementen, wo wir jetzt halt auswählen können, wie das Auto aussehen soll. Hier ist jetzt angegeben Sparkling Silber. Können wir auch hier rechts mal gucken. Kostet nichts. Das ist halt die serienmäßige Lackierung. Dann sieht das Auto in etwa so aus. Also es kommt nicht ganz hin, das Bild. Das ist halt jetzt eine Animation, sage ich mal. Und ich möchte den Wagen aber gerne in der Farbe haben, die mir momentan hier am meisten gefällt und am besten gefällt. Und das ist Mars Orange Metallic. Und da würde ich halt auch die Einfarblackierung nehmen. Man könnte es jetzt nochmal wählen mit Zweifarblackierung. Gefällt mir aber nicht so sehr. Man sieht es hier auf der rechten Seite auch. Der Preis, der steigt dann natürlich auch gleich. Die Zweifarblackierung kostet 890 € Aufpreis. Und die Einfarblackierung, die mir persönlich besser gefällt, 590 €. Wie gesagt, das ist jetzt mal meine Konfiguration, die ich wählen würde. Ihr seht, wenn ich runterscrolle, taucht halt immer wieder die Ansicht des Fahrzeuges auf.
serienmäßig dabei. Wir sehen es hier rechts auch schon. Sind die 17 Zoll Leichtmetallic-Felgen oder Räder mit 215, 55 R17 Bereifung. Die sind ausschließlich für dieses Fahrzeug auch entwickelt worden. Hier unten kommt jetzt nochmal diese Emissionsangabe. Die werdet ihr auch in der österreichischen Variante nicht mehr vorfinden. Da gibt es die nicht. Die sind da irgendwo nicht so mit diesem Kleber da drauf. Die sagen sich wahrscheinlich auch, gibt es schon an Waschmaschine und Kühlschrank. Was brauchen wir das noch fürs Auto? So, hier können wir jetzt auch weiterklicken, weil mehr auswählen kann man hier nicht. Jetzt kommen wir zu den Optionen. Und ich habe es ja schon mal in vorigen Video gebracht. Wir haben ja bei dem e-Soul die Möglichkeit oder die Wahl zwischen 5 Ausstattungspaketen, also Zusatzpaketen. Hier bei der Spirit-Variante, also der Top-Version, sind schon 3 Pakete inklusive. Das heißt, wir können jetzt nur noch wählen Glasschiebedach bzw. Lederpaket. Das sind halt die beiden Pakete, die noch zur Verfügung sind. Paket 1 und 2 bzw. 5, die sind schon inklusive. So, ich möchte kein Schiebedach haben, weil mir das einfach 4 cm von der Innenraumhöhe nimmt, also von der Kopffreiheit. Und ich bevorzuge die Kopffreiheit. Wäre das jetzt ein Panoramadach, so wie beim alten Kia Soul EV, dass es halt nach außen öffnet und nicht nach innen, dann wäre das eine ganz andere Geschichte. Das Panoramadach fand ich nämlich total klasse. Und insofern lasse ich das mit dem Schiebedach. Es kostet hier Aufpreis 690 Euro. Die spare ich mir gerne für mehr Kopffreiheit. Aber ich hätte gerne das Lederpaket. Und warum hätte ich gerne das Lederpaket? Ganz einfach, das Lederpaket bietet nicht nur die Ledersitze, also Volledersitze, sondern es bietet auch die elektrische Sitzverstellung. Und die finde ich, gerade bei großgewachsenen Leuten, wie ich es ja auch einer bin, sehr empfehlenswert, weil im Gegensatz zur manuellen Sitzverstellung kann man halt den Sitz in der Neigung verstellen. Das heißt, die Oberschenkelauflage, also die Sitzfläche, wo man drauf sitzt, halt in der Neigung verstellen, vorne rauf, hinten runter, um halt mehr Oberschenkelauflage zu haben. Und das kenne ich aus meinem Volvo, da kann man den Sitz auch so neigen, dass er halt wirklich mehr Oberschenkelauflage bietet. Und das bieten leider die manuellen Sitze nicht. Da kann man halt wirklich nur den Sitz rauf und runter pumpen, so wie er halt ist in der Neigung. Und man kann die Neigung nicht verstellen. Das finde ich schade. Insofern ist für mich elektrische Sitze ein Paket, was ich nehmen würde. Man könnte jetzt auch eine andere Variante nehmen. Es gibt da noch ein Update-Paket, allerdings wäre das eine limitierte Auflage und die will ich gar nicht weiter erwähnen, weil die wird wahrscheinlich schon ausverkauft sein. Von daher brauchen wir uns da gar keinen Kopf zu machen. Da gibt es das Lounge-Paket, nennt sich das. Das ist halt das Paket 5. Da habe ich jetzt aber auch gemogelt, weil das ist ja gar nicht mit drin. Das ist nur zum Teil drin, weil es halt in dem Lederpaket auch elektrische Sitzverstellung hat. Das Lounge-Paket wäre nur, solange Vorrat reicht, Fahrer- und Beifahrersitz achtfach elektrisch verstellbar, Fahrersitz mit zweifach elektrisch einstellbaren Lendenwirbelstütze, Sitzbezüge in Stoff-Leder-Kombination mit hochwertiger Ledernachbildung, Türgriffe außen in Chrom. Und das wird hier schon gar nicht mehr angeführt. Das gibt es halt auch nur für die Spirit-Variante. Und wird hier nicht mehr aufgeführt. Wahrscheinlich ist das schon ausverkauft, beziehungsweise die haben sich jetzt auch gesagt, was wollen wir es reinnehmen, wenn es eh schon limitiert ist. Ich weiß, ich habe schon Bilder gesehen von Fahrzeugen, die haben die, man sieht es außen halt an den verchromten Türgriffen und die sind hier in Wagenfarbe lackiert. Also verkneife ich mir das Ganze mit diesem Experiment. Und sage ganz einfach, ich bleibe bei dem Lederpaket und das soll es dann im Endeffekt auch sein auf dieser Seite. Mehr kann man hier nicht auswählen, nur die Pakete. Und deswegen klicken wir jetzt mal auf Weiter. So, jetzt kommen wir schon zur Zusammenfassung, weil mehr Auswahl hat man da gar nicht. Also so groß ist das nicht. Hier können wir nochmal aufklicken, was das alles beinhaltet. Die Ausstattungslinie Spirit, 64 Kilowattstunden Batterie, 150 kW, 204 PS, Stromverbrauch 15,7 Kilowattstunden,
der Grundpreis dieser Ausstattung halt 43.190 Euro. Das kann ich jetzt erstmal wieder schließen. Das brauchen wir nicht. Designpaket habe ich ausgewählt. Die Farbe außen Mars Orange Metallic 590 Euro. Die Räder sind serienmäßig, kosten also 0 Euro Aufpreis. Und jetzt kommt das einzig teure, was ich noch dazu nehme. Lederpaket halt, wie gesagt, wegen den elektrischen Sitzen für Fahrer und Beifahrer. Weil ich möchte vielleicht auch mal als Beifahrer mitfahren, möchte ich es genauso bequem haben wie als Fahrer. Und ich finde halt die ventilierten Sitze, also mit der Sitzbelüftung, finde ich einfach genial. Da spart man sich nämlich sehr häufig schon die Klimaanlage, die man sonst vielleicht einschalten würde. Und ja, jetzt haben wir hier schon alles zusammengestellt. Hier oben sehen wir nochmal das Fahrzeug. Ich kann nochmal etwas weiter hochscrollen. Da haben wir halt den Gesamtpreis von dem, was ich mir jetzt rausgesucht habe. Und wie gesagt, die Farbe hier, Mars Orange Metallic, das ist so die Farbe, die ich gerne nehmen würde, weil ich sie eigentlich von der Farbauswahl, ist das die interessanteste Farbe für mich. So, und jetzt gehen wir einfach mal auf Konfiguration als PDF, ja, ausdrucken, anzeigen. Ich gehe jetzt hier mal auf meinen Voxit Reader. Hat den Vorteil, dass es mir gleich im richtigen Format angezeigt wird. So, ich packt mir das jetzt hier einfach schon mal in meine Datei rein, wo ich das gerne haben möchte. So, das ist jetzt halt die deutsche Variante, die ich mir zusammengepackt habe für 45.270 Euro. Und jetzt gehe ich einmal rüber. Wir sind jetzt hier auf der österreichischen Seite. Die sind im Endeffekt gleich aufgebaut, die Seiten. Ups. Auch hier bin ich schon auf der Konfigurationsseite und suche mir jetzt hier unten einfach mal raus Eco. Und der Eco wird mir dann auch wieder alles angezeigt von den Hybridfahrzeugen Plug-in-Hybrid und der elektrische Kia e-Soul. Hier für einen Grundpreis von 34.990 Euro. Den klicke ich jetzt mal an, weil den wollen wir konfigurieren. Und oh, der ist ja schon in meiner Farbe da. Das ist natürlich toll. Gefällt mir. So, die Seite ist genauso aufgebaut wie in Deutschland. Hier rechts sehen wir halt wieder die Zusammenfassung, das, was wir uns gerade ausgesucht haben, beziehungsweise was jetzt schon vorgegeben ist an der Grundvariante. Hier links haben wir die ganzen Versionen, die Ausstattungsvarianten, und die werden hier ein wenig anders bezeichnet. Hier haben wir Titan, Silber, Gold und Platin. Und weil ich ja schon gesagt habe, ich möchte gern modellvolle Hütte haben, fackel ich gar nicht lange. Und nehmen hier die Long Range, nennt sich das Variante. Das ist die 64 Kilowattstunden Batterie mit 204 PS. Ja, die Österreicher schreiben jetzt auch nicht Kilowatt hin, braucht man auch nicht. Wir verstehen alles, alle, was mit Pferdestärken gemeint ist. Und wir haben hier auch wieder die Zusammenfassung. Die Variante kostet jetzt schon mal schlappe 46.590 Euro. So, jetzt gehen wir mal auf weiter, weil wir möchten ja noch die Farbe gucken, wie auch immer. Und kommen jetzt mal hier hin und sehen hier schon mal, Mars Orange ist für 0 Euro zu haben. Jetzt klicke ich hier einfach mal durch, um zu gucken. Ja, die anderen Farben kosten Aufpreis. Haben wir denn hier auch die Silber? Sparkling Silber kostet hier 500 Euro Aufpreis. Also die haben einfach nur eine andere, serienmäßige Farbe. Wenn ich jetzt, ich kann das nochmal ein Stück hochscrollen, dass man das auch sieht. Also hier verändert sich jetzt immer Außenfarbe der Preis, nur um da mal kurz drauf hinzuweisen. Hier oben seht ihr halt die Farbveränderung. Ja, da haben wir halt jetzt Cherry Black Inferno Rot. Die Zweifarblackierung kostet 1000 Euro Aufpreis. Einfarblackierung Sparkling Silber, die kostet 500 Euro Aufpreis. Gehen wir jetzt zu Rot, beziehungsweise Inferno Rot mit Cherry Black. Da haben wir 900 Euro, nämlich nur Cherry Black haben wir 600 Euro. Also hier sind halt die Preise nicht immer gleich. Also wir sehen hier auch Weiß mit rotem Dach für 550 Euro, nehme ich jetzt aber Graffiti Grau Metallic mit Platingold. Dann sind das schon wieder 900 Euro. Ja, also hier gibt es doch schon eine größere Auswahl an Preisen. Das ist nicht alles so einfach. Aber hier haben wir halt auch wieder Mars Orange mit Cherry Black, so wie es das ja auch
in Deutschland halt auch gibt. Also die Farbwahl ist schon die gleiche, nur vom Preis her ist es Unterschied. Ich möchte aber wieder die einheitliche Farbe oder Einfarblackierung vielmehr nehmen in Mars Orange. Die gibt es hier für umsonst. So, und wenn ihr jetzt hier schon weiterguckt, dann seht ihr schon, da stehen ja noch zwei Sachen drin. Genau, nämlich die Lederausstattung, die Echtlederausstattung, die ja in der deutschen Variante, ich gehe nochmal zurück, 1.490 € kostet. Ich klappe es hier gerade nochmal aus. Das wäre halt das Paket 4, Lederpaket, kostet 1.490 € Aufpreis. Hier in Österreich ist es schon inklusive, genauso wie natürlich auch die Alu-Räder, die ja speziell für den e-Soul entwickelt wurden. Die 17 Zoll Leichtmetallfelgen mit 215 R17 Bereifung. Das ist jetzt aber auch schon alles, was man hier wählen kann. Jetzt muss man hier ein wenig tiefer runterscrollen, weil das funktioniert sonst irgendwie nicht, dass der hier hochkommt mit diesen Weiter-Button. Dann kommen wir noch zu den Extras, die man auswählen kann. Jetzt gucke ich gerade mal, dass wir das so draufkriegen. Ihr könnt ja noch daran erinnern, wir haben in Deutschland da so ein paar Pakete drin gehabt. Die sind jetzt hier schon alle drin, weil Leder ist ja schon verbaut. Das Einzige, was hier nicht angezeigt sind oder angezeigt wird, sind halt die Lademöglichkeiten, Ladekabel und die Wallbox, die man in Deutschland noch wählen kann. Die werden hier nicht angeboten in der Preisliste. Dafür aber das SUV-Design-Paket. Ja, was ist das SUV-Design-Paket? Und da achtet einfach mal hier oben auf die Abbildung von dem Auto. Hier im Schwellerbereich, Unterkanten der Türen, die Radläufe vorne und hinten und vorne halt den Spoilerbereich. Wenn ich hier jetzt nämlich mal draufklicke, nicht nur, dass sich jetzt hier rechts auch gleich der Preis verändert würden um 1.100 €, das Outfit von dem Wagen ändert sich auch. Das ist, wie gesagt, ist das nur ein Designpaket, so wie es ja hier auch draufsteht. Also mit diesem Paket wird das Auto nicht gleich zum Geländewagen, weil er hat weiterhin nur Frontantrieb. Und ich sage mal, mehr als leichte Feldwege oder mal irgendwie auf dem Campingplatz zum Zeltplatz hinfahren oder sowas würde ich damit nicht machen. Also irgendwie so Schotterwege oder sowas geht, aber Gelände würde ich auf keinen Fall mit dem Wagen fahren. Denkt immer dran, ihr habt hier unten noch den Akku zu hängen. Und der Wagen ist wirklich nur ein Crossover, der im Endeffekt für die Stadt ist. Ich kann es auch noch mal von hinten zeigen, wie es dann aussieht. Ich klicke jetzt mal so ein bisschen hin und her, dass ihr mal die Unterschiede seht. Also so viel hinten passiert gar nichts. Es passiert nur an den Seiten was und in der Front und natürlich in dem Preis. 1.100 € für dieses Plastikzeug, was ihr euch da auswählen könnt. Optisch gesehen gefällt er mir damit nicht so gut. Da müsste man sich halt mal die Bilder von der Seite genauer ansehen. Die Silhouette wird dadurch so ein bisschen ja, verhunzt, sage ich mal. Also mir gefällt er halt ohne diese Plastikanbauteile besser. Da wir die jetzt auch in der deutschen Variante nicht ausgewählt haben, belasse ich es auch dabei, bei dem, was ihr jetzt hier seht, nämlich den Kia e-Soul ohne irgendwelchen Schnickschnack da außen dran. Das ist jetzt halt das Komplettpaket, so wie er halt jetzt hier ausgewählt ist. Ich klappe es nochmal aus, das ist halt Platin. E-Motor Long Range, also die 64 Kilowattstunden Variante für 46.590 €. Design Außenfarbe Mars Orange ist serienmäßig. Echtledersitze sind serienmäßig. Die 17 Zoll Leichtmetallfelgen mit 215/55 R17 Bereifung sind auch serienmäßig. Und sonst haben wir hier nichts gewählt. Das wäre halt hier, käme jetzt nur noch dieses SUV-Design-Paket rein, was wir halt nicht genommen haben. Übrigens, um nochmal einen Unterschied zu sagen, in Deutschland gab es ja halt das Schiebedach zur Auswahl, das halt auch nur bei der Einfarblackierung. Das gibt es in Österreich gar nicht. Also man kann es gar nicht wählen, sonst wäre es hier auch mit aufgeführt. Man kann es nicht wählen. Hier oben geht halt auch nur Außenausstattung und da gibt es halt nur SUV-Design-Paket. Mehr kann man hier gar nicht wählen. Und insofern gehe ich jetzt hier unten mal, scrolle ich mal runter und klicke auf Weiter. Dann haben wir jetzt hier mein Kia und hier haben wir jetzt halt komplett die Ausstattung. Ich klicke das hier auch nochmal auf. Das, was halt in der deutschen Variante Aufpreis gekostet hat, ich kann das hier gerade nochmal zum Vergleich zeigen. Da haben wir halt 590 € für Mars Orange Metallic.
und 1490 Euro für das Lederpaket. Das ist in Österreich, komischerweise, ohne dass ich vorher nachgeguckt habe, ist das alles sehr gemäßig, was jetzt hier halt die Farbe anbelangt. Also ich finde die Farbe halt wirklich am schönsten von allen. Und jetzt möchte ich noch auf eins hinweisen, bevor ich gleich noch auf den Preis eingehe. Wenn ich jetzt hier einmal runterscrolle in der deutschen Preisliste bzw. Ausstattungsliste, die ich mir jetzt so zusammengestellt habe, dann kommen wir auf eine Geschichte, die haben wir hier. Und zwar ist das unter der Rubrik Audio und Navigation. Da haben wir hier das Telematiksystem Online-Dienste UFO Connect mit Kia Live. Das gibt es nämlich nur in Deutschland und nicht in Österreich. Um das nochmal kurz zu erklären, dieses UFO ist ja die Möglichkeit, das Fahrzeug über eine App vom Mobiltelefon oder vom Tablet aus vorzukonfigurieren oder halt Routen beispielsweise rüberzuschicken, die man halt fahren möchte aufs Navigationssystem oder aber halt vorzuklimatisieren, die Klimatisierung zu programmieren oder den Ladevorgang zu starten, zu beenden oder zu programmieren. Das kann man alles damit machen. Unter anderem kann man dann auch, wenn man unterwegs ist und halt per Navi fährt, wenn jetzt irgendwo ein Stau entsteht, ein Unfall ist oder sonst irgendwas, dann würde einen halt das UFO anzeigen, dass da eine Behinderung ist und eine Ausweichroute vorschlagen. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Gibt es in Österreich, scroll jetzt mal kurz runter, leider nicht. Und das finde ich schade und wir sind da auch gerade, Multimedia haben wir hier, da steht es nicht drin. Leider findet man es hier gar nicht. Man kann halt das Handy ganz normal mit Apple CarPlay oder Android Auto halt mit dem Auto koppeln. Aber ansonsten funktioniert es halt da hier nicht. Also es gibt in Österreich kein UFO. Warum auch immer, wir sind halt bei Facebook auch gerade viel am Schreiben gewesen, woran es liegt. Ich habe auch die Presseabteilung von Kia Österreich angeschrieben, da habe ich auch eine sehr nette Antwort bekommen. Vielen Dank dafür erstmal nochmal. Da ging es halt darum, dass mir mitgeteilt wurde, dass halt UFO Connect in Österreich erst ab 2020 erhältlich sein wird. Und da stellt sich uns natürlich die Frage, warum gibt es das in Österreich nicht, aber in Deutschland? Und da hieß es denn, es könnte halt an diesen neuen Mobilfunkstandard G5 oder wie sich der nennt, liegen, dass der in Österreich nicht erhältlich oder nicht verfügbar ist. Aber der ist in Deutschland auch nicht verfügbar und trotzdem funktioniert das mit dem System. Das hat mich halt schon irgendwo gewundert. Die Pressemitteilung sagt ja auch, dass es UFO von Anbeginn an von der ersten Auslieferung des eSOL halt geben soll. Und das war die Europa-Ankündigung für dieses Fahrzeug, halt die Europa-Pressemitteilung. Und selbst die Händler in Österreich meinten auch, ja, das wird mitgeliefert, das kommt gleich mit dem ersten Fahrzeug mit. Und dann muss man leider feststellen, dass es doch nicht geliefert wird und dass die Händler leider auch diese Informationen nicht bekommen haben. Und da vielleicht nochmal an Kia Österreich, vielleicht ist es da möglich, dass die Kommunikation zwischen Kia Österreich und den Händlern vielleicht nochmal ein wenig nachgeschliffen wird, denn da scheint es irgendwo zu hapern, da gibt es die Information bei den Händlern einfach nicht, dass es dieses UFO-System in Österreich noch gar nicht gibt. Und das ist halt auch schade für die Leute, die sich jetzt das Auto da schon vorbestellt haben und müssen feststellen, ups, das gibt es ja gar nicht. Jetzt möchte ich nochmal auf den Preis drauf eingehen. Wie gesagt, ich habe die Fahrzeuge jetzt beide Varianten Deutschland und Österreich volle Hütte ausgestattet mit der jeweils höchsten Ausstattungslinie. Das heißt, sie sind von der Ausstattung identisch, bis auf UFO halt. Und da habe ich halt in Deutschland den Preis von 45.270 Euro und in Österreich haben wir denn die 46.590. Das wäre ein Preisunterschied von 1.320 Euro. Und wenn ich jetzt diese 1.320 Euro sehe, kann man sagen, okay, so viel Unterschied ist es ja nicht. Warum ist es in Österreich auch nochmal teurer? Das kann ich euch jetzt hier mal zeigen.
In Österreich gibt es einen Steuersatz von 20%. Wir haben in Deutschland einen Steuersatz von 19%. Also das hört sich jetzt nicht viel an, ist ein Prozent Preisunterschied, aber gut, das ist jetzt schon mal was. Es sind halt 9.318 Euro in Österreich an Steuer und in Deutschland haben wir 8.600 und 1 Euro Unterschied. Also da ist schon mal ein wenig Preisdifferenz drin. Ich rechne nochmal die Preisdifferenz aus zwischen Deutschland und Österreich. Und jetzt habe ich es. 1.320 Euro sind hier Preisunterschied. Und ja, das ist halt, wenn man jetzt die 700 irgendwas Euro, was das da waren, nimmt, also die Hälfte von dieser Preisdifferenz macht die Mehrwertsteuer aus, wollte ich damit sagen. Und die andere Hälfte ist halt, warum auch immer, halt die Preisdifferenz an sich schon mal. Und ja, das ist halt einmal so ein bisschen der Überblick, den ich jetzt gemacht habe hier zwischen den beiden Varianten Deutschland und Österreich. Wie gesagt, ihr könnt das gerne auch mal selber ausprobieren mit der Ausstattungsvariante, die ihr gerne wählen wollt. Wie gesagt, ich habe jetzt einfach mal volle Hütte genommen, also bis zum Anschlag. Da muss man auch nicht gucken, jetzt mehr die Differenzen zwischen Deutschland und Österreich. So, aber das soll es dann auch schon gewesen sein von dem Preisvergleich des Kia e-Niro, einmal in der deutschen Version und das andere in der österreichischen Version einmal miteinander verglichen. Wie gesagt, ich habe immer volle Hütte genommen und ihr könnt das gerne mal ausprobieren. Wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt ein preiswerteres Modell nehme? Weil ich brauche keine Ledersitze, ich brauche keine Sitzverstellung, also elektrische Sitzverstellung, wie auch immer. Man muss ja nicht immer die volle Hütte nehmen. Ja, das soll es aber dann schon gewesen sein mit dem heutigen Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, lasst mir doch gerne einen Daumen rauf da. Ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren, würde mich sehr freuen und weiterempfehlen natürlich auch. Ja, ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer, wann ihr dieses Video seht und bis zum nächsten Mal. Tschüss!